Was passiert eigentlich, wenn man sich die Augen reibt? Wow! Also sind wir bereit für die letzte Schlacht. Die letzte Schlacht gegen The Profound Darkness, die entscheiden wird, ob sich das Licht auf ewig durchsetzen wird oder die Dunkelheit für immer siegt und ihren Schatten auf das gesamte Sein wirft. Ja, wir dürfen gespannt sein. Ich habe meine Truppe fertig zusammengestellt. Natürlich stehen vier Leute sowieso fest. Chess Ashley, der vorne steht, Rika hinter ihm. Rune, der Zauberer, Ren, der Android. Und als viertes Mitglied habe ich mich, wie ihr ja schon sehen konntet, für Raja entschieden, den mächtigsten Heiler des ganzen Spiels. Und es kann leider nur eine weitere Person mitkommen. Gris, Han, Kira und Demi, die jetzt hier noch stehen und mir Spalier stehen, müssen leider hier bleiben, denn es gibt nicht genügend Schutzringe, um in die Welt des Profound Darkness oder in die Dimension des Profound Darkness abzutauchen. Deshalb können wir nur zu fünft gehen. Das ist eine kreative Entscheidung der Autoren. Es ist ja sowieso nur möglich, eine Party von fünf zu haben. Und da hat man sich natürlich dann eben diesen doppelten Boden gespannt, dass es nicht unlogisch ist, dass vier Charaktere hier bleiben. Was ich früher immer als Spaß gemacht habe, war, dass ich jeden Charakter einmal ausgewählt habe. Also ich kann jetzt auch noch rumtauschen. Und habe denen immer irgendwelche billigen Waffen gegeben und die teuren Super-Sachen, die sie jetzt mit Level 50 oder was sie haben, nicht ganz Level 50 vermutlich, haben, die habe ich einfach immer verkauft. Aber heute ist mein Gewissen zu schlecht, als dass ich das noch etwas, dass ich das mit diesen Leuten machen könnte. Diese treuen Kameraden, Gefährten, die mir auf dem steinigen und harten Weg zum jetzigen Punkt weitergeholfen haben. So, wir sind fertig und begeben uns nun in den Abgrund. Ich muss jetzt einmal über diesen Treibsand rüber. Wir begeben uns einmal in die Stadt, die sich am nächsten zum offenen Dimensionstor befindet. Da unten haben wir es schon gesehen und eine Tragödie. The Ranch Owner ist. And he had such great hopes. Ja, der Ranch-Owner, der mit Sandwürmern seinen Unterhalt verdienen wollte, hatte so viele Hoffnungen. Leider hat The Profound Darkness dafür gesorgt, dass er nun nur noch als Leiche in seinem eigenen Sand vermodern wird. Der Ärmste. Aber nicht nur er ist gestorben, das ganze Dorf. This is atrocious. They must have been done by the Black Energy Wave. Das ganze Dorf ist niedergemetzelt. Nicht mal das Hotel ist offen. It's locked. They must have noticed the black wave and quickly closed the doors. But a door like this is completely useless. Das heißt, sie haben sich jetzt eingesperrt und werden drinnen in ihren eigenen vier Wänden dahin modern. Niemand wird gnädig genug sein, diesen Leuten das verdiente Begräbnis zu spendieren, leider, leider, leider. Hier kann ich nicht mal ins Haus rein, denn die Leiche versperrt mir den Weg. Das ist atrocious, die sagen jetzt immer das Gleiche. Hier haben wir den Zwillingsbruder vom Ranch Owner, wie es aussieht. Die Zunge hängt raus. Ja, und auch diese gute Dame wird leider die Sandwüste niemals zu Ende gefegt haben. Dazu kann man wirklich nur sagen, this is atrocious. Ich meine, Entschuldigung, das ist sehr traurig. Ja, wir sehen, dass wir hier für die gerechte Sache kämpfen, indem wir The Profound Darkness niedermetzeln werden. Bevor wir uns da reinbegeben, wollen wir nochmal schauen, was denn auch jetzt, wenn wir von Level 1 Gegnern angegriffen. Da hauen wir ab, die sind jetzt bestimmt total stolz, weil sie sich denken, dass sie die mächtigen Krieger mit Level 57, 61, 52 und nochmal zweimal 52 in die Flucht geschlagen haben. Denen haben wir es gegeben. So, wir wollen mal sehen, ob es in der Universitätsstadt genauso schlimm aussieht. Nein, hier leben die Leute noch. Der Black Energy Wave war nicht
nah genug dran, um die Universität niederzumähen. Das ist gut. Die Bildung muss in dieser kargen Welt unbedingt überleben. This is the town of Pianta, but there is no time for chatter. To the north near Mile, there's a big hole. Ich finde übrigens cool, wenn ich jetzt hier rumlaufe und mit den Leuten quatsche. Is it true that the village of Mile has become a village of death? Ja, wie wir leider bezeugen können, ist das wahr. Dad, Ma, oh Gott! Er kommt aus dem Dorf, der Arme. Vielleicht solltest du mal gucken gehen, so weit ist die Stadt nicht weg. Was ich wirklich jetzt ganz cool finde, dass ich die ganzen Leute, er ist nur in Panik, die ganzen Leute anspreche und die tatsächlich jetzt auch was dazu sagen, weil sie sich direkt neben dieser Öffnung der Dimensionen befinden. Das Universum ist coming to an end. Ich kann sogar, glaube ich, in die Universität reingehen. You say poison is coming out of the hole? Hey, is that true? Ich kann sogar in die Universität reingehen und auch dort werden sie mir verschiedene Dinge bezüglich dieses geöffneten Lochs sagen. I can't tell what's going on, only the fact that there is a hole. Finde ich super. Das gibt, gibt der ganzen Welt auch wieder mehr Leben. Dass solche Dinge bedacht sind. Ich bin froh, dass sowas auch schon Anfang Mitte der 90er möglich war. Aber genug geschnattert, genug sich mit dem Volk befasst. Wir haben Leichen gesehen, wir haben panische Bürger gesehen, aber jetzt ist es Zeit, dass wir uns dem wahren Feind stellen, The Profound Darkness, und dafür begeben wir uns in den Abgrund, The Edge, um es mit dem Teufel aufzunehmen. Ja, es ist schon sehr abgefahren und es tut mir in den Augen weh. Also ich habe schon ein bisschen gelevelt, ich versuche jetzt mal durchzukommen mit möglichst wenig Kämpfen. Ich weiß nämlich sogar auch den Weg auswendig. Ich hab geschummelt. Und da ein einzelner Typ, ja komm, den hauen wir mal eben kurz um uns ein bisschen warm zu machen. Ja, mit Chest, Zauberschwert, das ist gar kein Problem. Da wird der Gegner direkt gekillt. Also Level brauche ich jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt keine Erfahrungspunkte mehr. Jetzt geht's nur noch darum, unsere Schwerter mit dem Blut von The Profound Darkness zu tränken. Aber ich laufe jetzt wieder weg. Ich habe die ganze Zeit jetzt Angst davor, dass irgendwann der Punkt kommt, Chess cannot retreat, und dass ich sehr viel Lebensenergie verliere. Das würde mir gar nicht gefallen, aber jetzt kämpfen wir auch mal ein bisschen. Wir wollen es nicht zu sehr auskosten. So, Holy Word. So, ich mache jetzt überall meine Instant-Death-Angriffe und hoffe, dass die alle treffen. Ja gut, er schießt jetzt nochmal. So, so kommen wir hier gut durch. Oh, Ren ist sogar nochmal Level aufgestiegen. Habe ich gar nicht gesehen, dass er so kurz vor dem Levelaufstieg war. Na gut, umso besser. So, hier müssen wir nach links. Da will ich abhauen. Hier muss ich lang. Oje, oje, oje. Es gibt auch in späteren Bereichen, ich glaube jetzt hier noch nicht, aber im nächsten Bereich gibt es einen Zwischengegner, der uns in einem Random Fight begegnen kann, der in einem der Phantasy Star Spiele der Hauptendgegner war. So eine Dark Force, so ein Dark Force Verschnitt. Ja. Ja, komm, ist ja wurscht. Einer von denen. Ha! Sehr gut. Puh, wir wollen uns hier wirklich nicht mit den Schergen auseinandersetzen. Wir wollen einfach nur zu The Profound Darkness. Der härteste Kampf im ganzen Spiel. Ich hoffe, dass ich genug gelevelt bin. So, ich glaube jetzt, wenn wir den nächsten Schritt machen, hier nach diesem lila-schwarz, wo wir jetzt gerade durchgehen, lila-schwarz-blau, wo wir durchgehen, dann kommt dieser Endgegner und ich hoffe, dadurch, dass es mehr als 15 Jahre her ist, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, oder circa 15 Jahre her, hoffe ich, dass ich genug gelevelt bin. Ich habe mir nämlich auch keine Ratgeber oder ähnliches mehr angeguckt. Und ich hoffe, wir sind bereit, die drei Formen, die uns jetzt entgegengeschleudert werden, nacheinander zu besiegen. Is
this the shape the profound darkness has taken? What's happening? It's an emanation of the profound darkness. Anger, hatred, of all that lives. Oh, verzeihung, ich bin allergisch gegen the profound darkness. And a great need to destroy. We've got to defeat this thing. This being must not be allowed to come to Algo. The portal is not yet completely open. We've got to take advantage of this opportunity, Chess. Right, let's go, everybody. Roger. Yes. This is it. Now we determine Algo's future. Our future. So, und los geht's. Ah, so ein bisschen Cosmic Horror, so ein bisschen Lovecraft-mäßig hier diese Kreatur. Finde ich echt cool. So, wir hauen jetzt erstmal rein. Wir geben ihm jetzt erstmal ein Rayblade. Ich darf nicht alle super Angriffe, also bei Chess ist es Rayblade, sofort auf den ersten Gegner verballern. Weil ja später auch noch ein paar Formen kommen. Was wir jetzt erstmal machen, ist uns ein bisschen buffen. Sana gibt uns mehr Agility, damit wir schneller agieren können. So, und die Barriere schützt uns vor allem gegen Zauberangriffe. Und du machst das Blessing. Das gibt direkt Defense Power. So, sehr gut. Erstmal die Buffs. Das ist am besten. Ja, die Barrier vor allem. Auch gut. Ja, damit kann ich gut leben. Ich hau noch einen Rayblade rein. Jetzt gibt es einen Double Slash von Rika. So, ja komm, es gibt noch einen Legion. Und du gibst einen der Posey Balls. Und ja, mit Raja kann ich nicht so viel machen. Er hat jetzt eben dieses Sand Fire. Davon werde ich jetzt auch einen einsetzen. Aber Raja... Ach Mist, ich wollte eigentlich Chess heilen, ich Trottel. Da fängt schon an, dass ich unkonzentriert bin. Egal. Chess hat jetzt gerade einmal so ein bisschen Einheiten verloren. Er hat noch 292. Das ist also kein großes Drama. Okay, und er hat nur 35 verloren. Das ist also auch nichts. Jetzt kriegt er einen Crosscut. So, so heißt einmal Raja. So, du gibst ihn einem Erfest, das ist auch ein sehr starker Zauber. Und du gibst ihm Flair. So, du heilst jetzt Chess. Oh, das haut richtig rein. Richtig gut. So, bis jetzt ist, wirkt der Angriff noch nicht, also der Kampf noch nicht so spektakulär. Aber. So, hauen wir einmal Nato. Ne, das Nato. Ich werde mit ihm keine Technic Points verbrauchen, weil ich das Magic, das verbraucht 30 Punkte. Und das werde ich auf jeden Fall nur auf die letzte Form drauf ballern. Das ist nämlich der stärkste Angriff, den ich habe. Dann gibt es jetzt noch. Ja, ein Crosscut haust du rein. Du haust einen Double Slash rein. Warte mal, bringt Illusion? Kann ich den Gegner nerven? Bin mir gerade nicht sicher. Ich versuch's mal. Du haust noch ein FS rein und du gibst noch ein Flair. So, was kann ich denn hier mit ihm machen? Ja, ich will jetzt hier nicht zu viel verbrauchen. Komm, mach mal hier. Du bläst uns nochmal. Okay, das hätte ich mir sparen können. Das bringt natürlich überhaupt nichts auf diesen Gegner. Oh, die erste Form habe ich tatsächlich schon besiegt. Ich glaube, ich bin gut gelevelt. Also so, ich bin sehr gut da weggekommen. So. So, Chess gibt noch einen Rayblade ab. So, wir werden direkt wieder neu buffen. Gib ihm einen Legion. Du gibst eine neue Barriere. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles wieder jetzt auf Null gesetzt wird, deswegen packe ich die Buffs jetzt alle nochmal neu rein. Ist ja
Sehr fein. 331. Okay, das war in Ordnung. Ren hat sowieso super viele Einheiten. Gib ihm Crosscut. So, du gibst ihm Double Slash. Ich glaube, das Effekt ist sogar fast stärker als das Legion. So, du brauchst nichts zu machen, du machst das hier. Und du machst einmal die Heilung auf alle organischen Kollegen. Gisa, sollte ich Gisa nehmen? Oder reicht das normale Zar? Ich probiere es mal mit dem normalen Zar. Ich gehe jetzt in dieses Risiko ein. Boah, es haut richtig gut rein. Ja, es ist viel, viel stärker. Deswegen werde ich die wahrscheinlich auch... Ja, das sieht gut aus mit unseren Einheiten. Gib nochmal ein Rayblade ab. Gib nochmal ein Double Slash. Fest kann ich noch 11... Ja, guck mal, wenn ich das noch 11 Mal machen kann, dann baller ich das jetzt auch noch rein. Da bleiben noch genug über für die letzte Form. Okay, Posibolt machst du nicht mehr. Davon hast du nur noch 3, die will ich alle für die letzte Form haben. Burst Rock machst du. Guck mal, du kannst jetzt aber auch hier einen so einen Sanctfire machen. Ja, sehr gut. Ja, 240. Okay, es war in Ordnung. So, hau einen Crosscut rein. Noch ein Double Slash. Noch ein Ifes. Was ich jetzt mache, ich werde die Barriere noch ein bisschen wieder aufbauen, weil uns das vor allem vor diesen Zauberangriffen schützt. Oh, Rika hat viele Einheiten verloren, deswegen werde ich jetzt einmal Isara machen. Das ist, glaube ich, besser. Jo. Oh, das war schon die letzte Form. Boah, den hauen wir richtig rein. Ich muss sagen, dass ich die Haare richtig cool finde und da diese, also das wirklich, ich weiß nicht genau, ob das die krasseste Form jetzt ist, hier so humanoid mit großen Brüsten, aber grafisch finde ich das schon ziemlich geil. So, jetzt hauen wir das hier rein. Jetzt gibt es nochmal einen Buff in jeder Hinsicht. Du machst das hier. Barrier. Blessing. Puh, dieses Magic, was Chess jetzt macht, kann die Form hier nämlich auch und das haut richtig rein. Da macht das natürlich. Sauber, die Barriere von Randy, die hilft wirklich richtig. So, nochmal. Mucke ist sehr geil. So, gib ihm Posey Balls. Und du machst Kies. Ja, das sollte reichen. Ich glaube, ich habe mich doch ein bisschen sehr overpowered gegen diesen Feind. So, Walls. Neutralize. Oh, das ist gar nicht gut. Direkt alle Buffs nochmal neu machen. So, damit wir ja auch wieder vor allem gegen die Zauberangriffe wie Magic. Da, fuck. Okay. Das war jetzt scheiße, dass sie vor Ren dran war. Aber gut. Dafür wird Rika jetzt einmal. Weil Rika ist in der Regel, weil die mehr Agility Points hat, eher dran als Raja und ich kann das Risiko nicht eingehen, dann sterben wir alle.
36. Guck mal, wir machen jetzt. Komm, mach mal, hau mal direkt rein hier, ey. Hau einen raus. Und Ren muss sich tatsächlich auch heilen. Ja, und wenn Rika uns jetzt heilt, kannst du deinen Feuerangriff machen. Sehr gut. So. Wenn wir den Endgegner besiegt haben, werde ich mich einmal mal rausschalten. Ich werde dann die... wenn ich jetzt sterbe, ist es sehr peinlich, wenn ich jetzt schon hier so meinen Triumph darstelle. Aber ich werde die Schlussgrafik dann nicht mehr überreden, werde, sondern nur noch die Figuren für sich selber sprechen lassen. Und das ist wirklich eine der schönsten und längsten Schlusssequenzen, die ich damals, also die ich bis dahin gesehen hatte. Ich glaube sogar die längste. Und dafür alleine lohnt es sich schon, dieses Spiel durchzuspielen. Habe ich schon erwähnt, dass ich dieses Spiel einfach liebe und dass es mir jetzt beim erneuten Spielen auch einfach wieder so viel Spaß machen wird. Spaß gemacht hat. So. So, du kannst einen Double Slash geben. Du haust weiter deine Fest raus und du gibst einen Posey Bolt. So, jetzt sind wir gerade alle ganz gut. Und jetzt können wir tatsächlich in der Runde alle auf Angriff gehen. So, komm, wir machen alle. Und ich habe mich auch so mit Heilung eingedeckt. Auch verdammt nochmal! Ich habe auch sehr viele Güter dabei, also die Repair Kits, mit denen ich Ren im Kampf wiederbeleben kann, und die Soul Juice, mit denen ich die organischen Mitstreiter im Kampf wiederbeleben kann. So, ein Magic geht noch. So, und dann buffen wir uns jetzt erstmal wieder. Ich hoffe, dass Ren dran ist und die Barriere macht, bevor sie ein Magic machen kann. Das wäre richtig, richtig gut. Komm, Ren, wir brauchen dich. Ach, ja, Ren brauchen wir. Jetzt ist sogar Raja vor Ren dran. Oh, sauber. Ja, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So, dann hauen wir jetzt noch einen Natu raus. Double Slash. So, Fess. 200. Ah, komm, heil dich mal lieber. Und du machst einen Kisama. Ja, sehr gut. Er ist ja auch vor dem Profound Darkness dran. Ja, 101, okay, damit kann ich leben. Jetzt hau ich meine letzten Rayblades rein. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich werde jetzt einmal mit Rika heilen, weil sie vor Raja dran sein wird und Rune ansonsten sonst sterben könnte. Das wollen wir nicht. Du haust den letzten Poseyball raus und du haust einen Sandfire raus. Boah, die letzte Form hat echt viele, viele Einheiten, muss man sagen. So, 111, ja gut, das ist jetzt auch nicht so die Welt. Rayblade. Heile ich mal selber. Du haust dein letztes E-Fess raus, was ich jetzt auch mache, weil ich weiß, das weiß ich tatsächlich leider nicht, wann, wie sich die abnutzen. Und Ren wird jetzt eine neue Barriere herstellen. Damit hier auch ja kein Angriff vom Profound Darkness besonders raushaut oder reinhaut bei uns. Sehr gut. Sauber. Guck mal, 86, das war schon viel schwächer, also hat sich wahrscheinlich die Barriere gerade schon abgebaut. Double Slash. So, dann hast du mal jetzt wieder dein Legion raus. Burst Rock. Und du heilst Rika.
So, macht sie fertig. Macht sie fertig. Oder es. Was auch immer es ist hier. Ja, mit Raketen. Wir kämpfen mit allem, was wir haben. Ach Mann, ey. Hör auf mit dem Scheiß. So, 3 Ramlets habe ich noch. So, wir wollen auf jeden Fall hohe Agility haben. So, gut, dass wir so viele von den Barrieren haben. Sehr gut. Okay, das war auch nicht so schlimm. Du hast noch ein Rayblade. So, du kannst noch mal... Ja, du hast noch 125 Punkte. Das sollte eigentlich reichen. Ich probiere mal das Tendel aus. Ich weiß gerade nicht, wie viel das bei ihr oder es raushaut. Burst Rock. Du hast noch dreimal diesen Angriff. Sehr schön. Ja, sehr gut. Ja, okay. Ja! Sauber. Boah, das hat aber gut geklappt. Da waren wir richtig, richtig gut vorbereitet. Und eine Sache, die ich als Kind nicht so wirklich gecheckt habe, als ich das Spiel 1995 das erste Mal gespielt habe, buffen. Ich hatte richtige Probleme mit dem Endgegner, aber immer schön buffen und dann ist es kein Problem. Ah, oh, what's going on? The Force holding the dimensional hole open. Ja, während wir jetzt diese Schlussgrafik sehen, oh, ich bleib noch mal ganz kurz da, I sense it, bis sie hier rausgelaufen sind. Ich bedanke mich bei allen, die von Anfang bis Ende dabei geblieben sind. Das war natürlich jetzt ein sehr langes Projekt, ich habe das ganze Spiel durchgespielt. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dieses Spiel wieder zu spielen. Und jetzt, auf dem Weg nach draußen, das Schwert zerberst und sie werden von dem... von der niederfallenden oder zerstörten Dimension gerettet. It's beautiful. Thank you all. Und jetzt lasse ich euch alleine mit diesen wundervollen Kreaturen und Menschen, mit denen ich auch hier meine Zeit verbracht habe. Wenn ihr an das Spiel mal rankommt, spielt es. Es macht wirklich unheimlich viel Spaß und es ist ein richtig tolles Erlebnis. Und das hat mir jetzt auch, ja, nach 30 Jahren, wie dieses Spiel schon hinter sich hat, wirklich viel Spaß gemacht. So, macht's gut, ihr alle. Bis bald.